Jungs, gell? Jeder weiß, was sie zu tun haben. Das ist unser Spiel. Das lassen wir uns nicht wegnehmen. Nicht von Bissingen. Nicht von Bissingen. Wir lassen uns das Derby nicht wegnehmen. Das ist unser Ding. Wir sind ein! Wir sind ein! Wir sind ein! Okay, komm wieder, Leon! Der Reiz als Trainer ist es, letzter Ball. Mit einem Team was zu erarbeiten, was man dann auch am Wochenende sieht. Okay, und das macht einen unheimlich stolz, wenn man als Trainer Dinge mit der Mannschaft einstudiert und die Spieler diese Sachen umsetzen und damit erfolgreich sind. Es gibt fast nichts Schöneres. Man merkt schnell, Ramon Germann ist Fußballtrainer aus Leidenschaft. Das zeigt sich in seinen Ansprachen und im Training. 4 Einheiten pro Woche leitet er beim SGV Freiberg. 5. Liga. Klingt nach Amateursport, ist aber hochprofessionell. Auch wegen Trainer Germann. Der ist seit 1,5 Jahren offiziell Fußballlehrer. Damit könnte er theoretisch in der Bundesliga trainieren. Anfragen von höherklassigen Vereinen gab es schon einige, doch noch ist Germann in der Oberliga. Wenn das Richtige kommt und ich der Meinung bin, dass es das Richtige ist und meine Frau auch sagt, das könnte was werden, dann glaube ich, bin ich schon heiß drauf, das dann auch zu machen. Aber bisher hat es sich nicht ergeben. Die Entscheidung will wohl überlegt sein. Schließlich sitzt Germann als verbeamteter Lehrer beruflich bisher fest im Sattel, was auf einem Trainerstuhl dagegen nur selten der Fall ist. Das weiß auch der zweifache Vater. Sobald ich jetzt in die Profitrainerschiene gehe, ist es ein Zigeunerleben. Also bin ich weg von meiner Familie. Es kann sein, ich bin heute in Cottbus und morgen in Flensburg. Und dann ist es natürlich schwer, auch als Familienvater damit umzugehen. Trotzdem hat Germann den Schritt in den Profibereich weiter im Blick, nachdem er sich mit der Fußballlehrerausbildung einen Traum erfüllt hat. Der Weiblinger ist inzwischen seit über 20 Jahren Trainer. Beim VfB Stuttgart und Karlsruher SC hat er schon Jugendmannschaften trainiert. Die längste Zeit war er bisher aber in Freiberg, aktuell in seiner 7. Spielzeit. Dort gilt sein Vertrag noch bis Saisonende. Im Moment fühle ich mich wohl, ich habe einen guten Verein. Bin bei meiner Familie und mache meinen Job an der Schule auch unheimlich gern. Also mir geht es gut. Und es gibt viele Trainer, denen geht es im Moment nicht so gut wie mir. Und so wird Germann auch am Samstag vor dem Derby bei den Stuttgarter Kickers eine emotionale Kabinenansprache halten. Schließlich möchte der Tabellensiebte die Serie von 6 ungeschlagenen Spielen in Folge auch beim Spitzenreiter ausbauen. Und ein Sieg gegen den einstigen Bundesligisten würde sich auch in Germans Bewerbungsmappe für höhere Aufgaben gut machen.